Auf knapp 1200 Einwohner kommen in Mekakingen mehr als 30 Asylbewerber. 25 von ihnen wohnen in diesem Haus. In 9 Räumen treffen sich hier Flüchtlinge aus unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen. Viele vom Balkan, aber auch aus Syrien sind sie geflohen. Das Besondere? Selbst der Hauseigentümer wohnt hier mit im Heim. Integrationsministerin Öney zeigt sich beeindruckt von dem, was sie hier in Mekakingen gesehen und erfahren hat. Ich habe aus Spaß schon gesagt, wir sollten Mekakingen als Exportschlager nach Sachsen ausführen, damit die Leute mal lernen, wie es auch laufen kann, weil es einfach ein wunderbares Vorbild ist. Die Menschen haben sich hier natürlich anfangs auch offenbar nicht immer gefreut darüber, dass jetzt Asylbewerber hier untergebracht werden, aber sie haben sich sehr schnell dieser Herausforderung gestellt, haben das angenommen, haben es auch persönlich angenommen. Nach der Besichtigung der Asylbewerberunterkunft kamen dann alle, die ihren Teil dazu beitragen, dass die Integration der Flüchtlinge in Mekakingen gelingt, in der St. Blasius-Kirche zusammen. Die Kirche in Mekakingen in Persona von Pfarrer Martin Rose und der Landkreis haben ein neues Gesprächsformat geschaffen. Visionen Raum geben nennt es sich und soll dazu dienen, sich über Erfahrungen und Erwartungen aus erster Hand zu informieren und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Geschichte Mekakingens ist für den Landrat eine ganz besondere. Das begann damit, dass die Asylbewerber in der Kirche im Rahmen eines Gottesdienstes willkommen geheißen worden sind und die Chance bekommen haben, sich vorzustellen, aber auch zu sagen, warum sie da sind, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Und in diesem Moment wird der Mensch sichtbar und wird klar, warum dieser Mensch bei uns ist. Und das hat sich fortgesetzt in der Frage, wie hier in Mekakingen das Ehrenamt sich engagiert, sich die Vereine engagieren, die Kirchen engagieren, der Bürgermeister engagiert. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was wir meinen, wenn wir sagen, wir müssen das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstehen. Rashad Yahia und sein Vater kommen an Bord eines Bootes von Ägypten über Italien nach Deutschland. Wohin sie die Reise führen wird, wussten sie vorher nicht. In der Erstaufnahmestelle in Karlsruhe erfahren die Syrer, dass sie nach Mekakingen kommen. Er googelt den Ort und spricht von leichten Entsetzen. Das Ende der Welt, wie er es damals genannt hat. Mittlerweile fühlt sich Rashad wohl in der kleinen Gemeinde und ist dankbar für die Offenheit und Hilfsbereitschaft, die er täglich erfährt. Mensud kommt aus Bosnien. Der gelernte Logopäde würde lieber heute als morgen arbeiten. Hat auch schon eine Zusage von einer Firma in der Tasche, aber bisher keine Arbeitserlaubnis. Ich komme aus Bosnien und Herzegowina und ich wohne hier seit 14 Monaten. Ich habe Lust hier bleiben. Ich habe viele Freundinnen und Freunde hier in Mekakingen. Das ist alles okay. Alle Ausländer hier braucht Arbeitserlaubnis, das ist nur Problem. Dass trotz der gelungenen Integration der Asylbewerber in Mekakingen die Situation von Flüchtlingen oftmals nicht rosig ist, weiß auch Integrationsministerin Öney. Neben langem Warten auf eine Arbeitserlaubnis sind es vor allem Kämpfe mit Behörden, Fahrtkosten bei öffentlichen Verkehrsmitteln oder fehlende Unterrichtsmaterialien, die als häufigste Probleme vor Ort genannt werden. Einen Monat jetzt in Deutschland und ich bin so glücklich. Ja.